Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8 für die PS1. Ich weiß nicht, warum ich gerade eben kurz Tactics Advance sagen wollte. Das ist lange vorbei. Aber naja. Im letzten Part sind wir nach Esther zurückgegangen und haben von Professor Dino gehört, dass die Lunatic Pandora über die Stadt fliegen wird und sie sei nur von innen heraus aufzuhalten. Nun gut. Also wollen wir sie von innen heraus aufhalten. Na, kommt es! Okay, jetzt haben wir hier den Timer eingeblendet, der uns anzeigt, wie viel Zeit wir haben. Muss jetzt! Da! Und ja. Die 20 Minuten sollten besser nicht ablaufen, weil ansonsten gibt es ein Game Over. Aber. Sagt mir, es ist an sich nicht schwierig. So, hier kriegen wir eine Heilung. Das ist ganz nett. Und ja, hier in der gesamten Stadt sind jetzt galvadianische Soldaten und ich glaube auch andere Monster aufgetaucht. Soll jetzt kein Problem darstellen. Ich meine, es sind nur galvadianische Soldaten. Das Einzige, was halt ist, es kostet Zeit. Hierfür könnte ich mir tatsächlich sogar noch vorstellen, die Kampfgeschwindigkeit wieder hochzudrehen, damit es einfach nicht ganz so viel Zeit kostet. Aber ja, ihr seht schon, ne? Kein Problem. Absolut kein Problem. So, auf jeden Fall. Yo, High Potion, sehr schön. 3 AP, meinetwegen. Oh, Geistbonus von Leviathan, schön. Dann kann Leviathan jetzt was anderes lernen. Und das mache ich auch tatsächlich noch schnell. So. Und zwar lernst du dann bitte heilen. Gut. Dann haben wir das. Und dann können wir uns einmal weiter bewegen. So, hier geht's links zum Flugplatz, der aber erst später für uns relevant wird. Wir gehen hier weiter nach oben und haben dann hier eine Abzweigung nach rechts, die wir auch entlang gehen wollen. So, denn hier sind wir jetzt gleich tatsächlich schon an der Stelle, wo in 2,5 Minuten die Lunatic Pandora auftauchen wird. Nämlich genau hier. Also wirklich absolut kein Problem, das rechtzeitig hinzukriegen. Und wir wollen auch tatsächlich direkt am ersten Einstiegspunkt schon rein. Hab ich persönlich als am sinnvollsten gesehen. Von daher warum nicht? Naja, so. Da hat uns Odin einmal geholfen. Ich glaube, der Kampf war dadurch auch tatsächlich ein wenig kürzer. Aber, na. Ich glaube, sehr viel gebracht hat es auch nicht. Aber hey. So, wie gesagt, hier wird die Lunatic Pandora dann auf uns warten. Aber. War hier nicht noch irgendwo? Ich bin eigentlich der Meinung, hier wäre noch irgendwo ein optionaler Bossfight gewesen. Aber dann war der wahrscheinlich doch erst später. Na gut, was auch immer. Vigra. Haben nicht mal alle voll? Oh. Na denn? Bitteschön. So, dann gehen wir wieder zurück. Wir dürfen nicht in dem Screen warten, wo die Lunatic Pandora auftauchen wird, sondern wir müssen während der Zeitspanne, wo sie da ist, diesen Screen betreten. Nochmal ein Eisenschneider gegen einen einzelnen Galvadier-Soldaten. Okay, das ist jetzt aber Zeitschinderei. Naja, nur gut, dass ich ein 3 Minuten langes Zeitfenster habe. Von daher
ist das nicht weiter problematisch. Aber das wäre mit normalen Angriffen weitaus schneller gegangen. Definitiv. Naja, was soll's. Yay, dankeschön, dankeschön. 2 Potions, Mensch. Das ist ja schon fast viel. Und fast nützlich. Ja, also fast nützlich ist es nicht. Absolut nicht. Aber hey. So. Die Lunatic Pandora befindet sich jetzt am ersten Kontaktpunkt. Oh. Okay. Na, meinetwegen. Unglaublich! Das hieß doch, dass wir raufspringen können. Ja, aber erstmal müssen wir Galbadia-Soldaten besiegen. Mal wieder. Yay. Macht's euch eigentlich Spaß, uns zu nerven, oder? Okay, Odin hat heute seinen guten Tag. 3-mal hintereinander. Das passiert auch sehr, sehr selten. Aber er kam auch in Ewigkeit nicht. Von daher ist das in Ordnung. Zack, zack, zack. Weg ist er. Weg sind sie. Alle beide. Alle zu 3. Ne? Yay, wow, sogar eine Phönixfeder bekommen. Mensch. Das ist ja toll. Okay, auf geht's. Und rein da. Und hepp. Bestimmt kann Xel so hoch springen. Ne? Von sich aus. Gut. Hier haben wir als erstes mal einen Drop-Punkt Meteor. Finde ich sehr gut. Nehmen wir mit. So. Dann haben wir hier nochmal einen Drawpunkt Vigra. Bitte, nehmen wir auch wieder mit. So, dann muss ich gerade mal gucken, welcher der Aufzüge sinnvoller ist für mich. Die Nummer 3. Ach, natürlich sind hier auch nochmal Kämpfe drin. Ganz klar. Wäre ja ansonsten langweilig. Aber, ne? Geil bei dir, Soldaten. Ich sag da nichts zu. So. Sehr gut. Alles mal mitnehmen, was wir kriegen können. Und einmal hier rein. So. Okay. Wir sehen hier einen Stein im Boden. Das ist einer der Steine, die wir im zweiten Laguna-Traum, glaube ich, freigesprengt haben. Denn ja, da hat sich Laguna in der Lunatic Pandora befunden. Ich meine, man sieht es ja auch so ein bisschen, ne? Hallo? Dankeschön. Xel wollte hier die Leiter nicht betreten, warum auch immer. Aber ich will hier durch. So, beziehungsweise hier runter. So, dann. Wollen wir erstmal diesen weiteren Galbadier-Soldaten erledigen? Meine Güte, ey. Die nerven aber auch gerade so ein bisschen, ne? So ein ganz kleines bisschen. Naja. Zack. Weg. Tschüss. Schön war's mit dir. Eigentlich nicht. Aber naja. Dankeschön für die High Potion. Wenigstens etwas. Das ist wenigstens annähernd nützlich.
So. Hier finden wir ein Love Love G. Diese Tür ist nur offen, wenn so in diesem Bereich von Laguna der alte Schlüssel gefunden wurde. Den hatten wir an zwei Stellen gefunden. Einmal hier so in der Richtung. Das ist übrigens die zweite Sprengung von Laguna. So. Dann haben wir hier eine geöffnete Tür, wo sich ein Droppunkt Schweigen dahinter befindet. Naja, okay. Laut Anleitung können diese beiden Türen hier auch offen sein. Also laut Komplettlösung. Aber irgendwie ließen die sich ja damals nicht öffnen. Also habe ich zumindest so in Erinnerung. Na, wie auch immer. Hier haben wir eine Beat'em-up 05. Auch schön. Und die Tür hier hinten ist nur mit dem Droppunkt Ultima. Ist nur offen, wenn wir an der anderen an der zweiten Stelle den alten Schlüssel gefunden haben. So. Das wäre das. Also laut Komplettlösung ist hier hinter der linken Tür noch ein Moment, es ist ein bisschen blöd geschrieben, schwarz auf einem ziemlich blöden Blau. Tatsächlich steht da was von einer Phönixfeder. Ich glaube eher, das sollte ein Phönixflügel sein, weil ansonsten ist es kein wirklich schöner Fund. Hinter der rechten Tür ist ein V96-Motor, den man, der zum einen GF irgendeine Ability beibringen kann. Oder man kann ihn umwandeln in keine Ahnung was. Das habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Ist ja auch vollkommen egal. Also auf jeden Fall sind wir hier jetzt soweit durch. Ja, und das Love Love G, was wir gefunden haben, das ist ein Item, mit dem die Freundschaft einer Person zu allen GF um 20 erhöht wird. Und der Freundschaftswert ist nur dafür da, wie schnell diese GF beschworen wird. Da ich die eh nicht nutze, jedenfalls nicht wirklich ausgiebig, ist das egal. So, dann wollen wir hier wieder zurück. Sind hier soweit fertig. Und wollen dann einmal durch den Lift Nummer 1. Ja, die Röhre, die man gerade eben da rechts hat abgehen sehen. Dort wären wir reingekommen, wenn wir über den Zugangspunkt 2 gekommen wären. Aber dann hätte sich hier bereits ein Gegner befunden, den wir jetzt später treffen werden. Das heißt, wir wären an den Bereich, wo wir jetzt hingehen, gar nicht rangekommen. Jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt. Und das finde ich doof. Denn hier ist ein Drop-Punkt, den ich ganz toll finde. Oh. Mal ein anderer Gegner. Und der kriegt direkt einen Eisenschneider ab. Wow. Ich habe mich so gefreut, mal gegen was anderes als Galbadier-Soldaten zu kämpfen. Und dann gibt es direkt mal einen Eisenschneider. Toll. Dafür, dass eine ganze Zeit gar keiner kam, möchte sich Odin jetzt scheinbar entschuldigen. Naja. Gut. Interessante Zauber hat er eh nicht gehabt. Items zum Klauen ist das Wahrscheinlichste eine Rakete. Das, beziehungsweise kann ich nur eine Rakete klauen und das ist auch das Wahrscheinlichste, was wir so nach dem Kampf bekommen. Da haben wir sie. Von daher ist das sowieso egal gewesen. Gut. So, dann nochmal ganz kurz zurückschlagen. Hier haben wir einen Droppunkt Holy. Holy Moly, quasi. Den ich sehr, sehr gerne mitnehme. Und in meinen Augen mit das Wichtigste, was es hier gibt, ist hier hinten ein Geschickbuch, das Geschickkopplung beibringt. Wie ihr auf meinem, in meiner Tabelle sehen könnt,
kriegen wir sowieso für alle drei Charaktere Geschickkopplung hin, auch ohne das Geschickbuch. Aber es ist schon mal ganz nice, das jetzt schon zu haben. Finde ich. So. Dann will ich jetzt einmal kurz... ich muss gerade mal schauen, wer das hat. Natürlich hat's Irvine. Statt, ja, meinetwegen statt Rauben. Ist gerade eh egal. Gehen wir mal kurz auf die Wünschelrute. Denn, genau, hier ist ein versteckter Speicherpunkt. Den will ich kurz nutzen. Einfach, weil ich gerade ein bisschen Angst habe, jetzt was zu verkacken. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ach komm, das war mal irgendein... Das ist irgendein uralter, privater Spielstand, scheiß drauf. Überschreiben wir den. So. So, ich werde die Kopplung von Idea schon mal an Quistis geben. Denn ich glaube, die Zauber wären sonst alle verloren. Das muss ja nicht sein. So, wer soll die empfangen? Empfangen soll die mal bitte... War es eigentlich egal, wer hier aus Selfie. So, und geben soll Idea... Okay. Können wir mal gerade schauen. Du hast voll, du hast nicht voll. Okay. So. Anti-Z ist hier voll, hier auch. Und hier auch. Okay, dann ist das egal. So, und Zombie, hat das irgendwer? Nö, nö, nö. Okay. Dann... Irvine kann es nicht mehr bekommen. Der hat auch schon eine volle Liste. Dann geht das einmal hier hin. So. Okay. Denn... Ja, wie gesagt, ich glaube, nach der Situation, die jetzt kommt, haben wir keinen Zugriff mehr auf Idea. Und ich glaube, die Zauber, die sie sonst im Inventar hat, sind alle verloren. Und das wäre blöd. Deswegen machen wir das so. Was zum Henker ist das? Keine Zeit zum Grübeln. Ab geht's. Oder auch nicht. Oh, kann mich nicht bewegen. Wow, 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 wow. Tja, und das war's mit der Lunatic Pandora Mission. Blöd. Verdammte Scheiße! Es ist uns durch die Lappen gegangen. Tja, und hier waren wir ja in der letzten Folge schon. Letzten, vorletzten Folge. Tears Point. Dein Make-up bröckelt ab, Madame. Pass doch mal auf, ey. Meine Güte. Wir müssen wohl einen Rückzieher machen. Die Träne des Mondes. Gehen wir zurück. Wie Xel-Idea voll ignoriert. Wow. Okay. Meinetwegen. Ach, schön. Eine Kapsel nähert sich. Sollen wir sie einfangen? Was denn sonst? Sollen wir sie einfach so treiben lassen? Sie haben recht. Hoffentlich kriegen wir nicht Ärger oder sowas. Sollen wir Wachen postieren? Mein Instinkt sagt mir, dass es nicht nötig ist. Gut, dann sollten wir sie postieren. Kapseleinzugsdienst, Kapseleinfang. Wachdienst in Bereitschaft. Hey, was soll das? Was glaubt ihr, wer ich bin?
Ich sehe mal nach Adele. Macht keinen Unfug, verstanden? Eis, Sir. Tja, ja. Das Kapsel-Einfangen sieht auch sehr interessant aus. Keine Ahnung, wie diese virtuellen Netze, sag ich mal, es schaffen, die tatsächlich aufzuhalten. Aber hey, das ist Science Fiction, von daher gar nicht erst nachfragen. Alle drei Kapseln sind sicher angekommen. Sehr schön. Das ist doch gut. Wäre schon blöd, wenn sie es nicht, wenn die nicht angekommen wären. Dann würde irgendwer aus dem Team da ein bisschen im Weltall rumtrudeln. Okay, Entfrostung starten. Aufgepasst, es wird ein wenig kitzlig. Und hey, davon haben sie nichts gesagt. So, das war's. Tja. Yay. Ich fliege. Hallo, Rinoa. Fliege vor allem aufs Maul. Nee, natürlich nicht. Okay. Ich schaff's vorher, mich zu bremsen, ja. Na denn. Na, Selfie? Hast du gar nichts zu sagen? Dann nicht. Es ist ein bisschen komisch, das hier zu steuern. Weil jetzt laufe ich nach links, jetzt nach rechts. Das ist oben, das ist unten. Ist ein bisschen merkwürdig, aber okay. Hier, ein Brief vom Esther-Botschafter. Wow, ein junges Mädchen von 17 oder 18. Ist sie tot? Finger weg von Rinoa. Ehrlich mal, ey. Mann. Ah. Gehen wir mal hin da. Verstehe. Ihr bringt sie erstmal auf die Krankenstation. Erzählt mir dort alles. Okay, das machen wir. Wie schnell er sie aufgehoben hat. Mensch. Kommt mit. Machen wir. Meinetwegen. Mann. Immer dieser Befehlston. Nur weil wir Seeds sind und daran gewöhnt sind, Befehle zu befolgen, ja? Toll. Ganz große Klasse. Wir tragen sie hier drinnen aufs Bett. Okay. So, hier drin aufs Bett. Ja. Man sollte die gesagten Texte auch richtig interpretieren. Naja. Ich habe alles eingeleitet. Gehen wir in den Kontrollraum. Okay. In den Kontrollraum, sagt er. Könnte man machen. Man könnte hier aber auch, da hier sinnvollerweise ein Speicherpunkt ist, hier die Folge beenden. Und das mache ich auch. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.